Moin Leute, Kraft90 ist wieder am Start, heute mit einem weiteren Video. Heute wird mal hier getuned, heute gibt es ein Tuning-Video und zwar werde ich heute den Albani Frankenstein tunen, der ist ja Teil des Halloween-DLCs und den könnt ihr aktuell erwerben für 550.000 GTA 5 Dollar und da gehen wir jetzt mal rein. Also ihr könnt hinterher, grundsätzlich könnt ihr wählen zwischen verschiedenen Designs, einmal Spinnenfalle, Mitternachtszauber, ich klicke da mal eben drauf. Das wäre jetzt in dem Fall Mitternachtszauber. Dann habt ihr da an der Seite so eine, ja, so eine Flamme. Höllenofen. Dann habt ihr die Flamme halt so in gelb-orange. Und feuriger Tod. Gefällt mir persönlich am besten. Ich habe auch tatsächlich das Design gewählt. Ja, den werden wir jetzt mal tunen. Ihr könnt natürlich auf jeden Fall, wenn ihr neu seid, ein Abo dalassen. Dann werdet ihr auch im nächsten Video sehen, wie wir dann noch diesen schönen Wagen tunen. So, ich bin mal gespannt, was man hier so machen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim letzten DLC habe ich mir die Autos gar nicht gekauft. Deswegen ist das jetzt für mich auch Premiere. Und ihr könnt dabei sein. So, wir fahren mal hier zum Tuner des Vertrauens. Los Santos Customs. So. Guten Tag. Ich wollte einmal dieses Kfz tunen. Fahrzeug reparieren. Na gut, Panzerung mache ich nie. Bremsen, natürlich Rennbremsen, volle Pulle. Motor, da gibt es natürlich auch keine zwei Optionen, da gibt es nur eine. Volle Pulle auf Stufe 4. So, Sprengstoff brauche ich nicht. Motorhaube. Boah. Also ich persönlich finde. Boah, schwierig. Also serienmäßig finde ich okay, aber diesen Ansaugtrichter würde ich auch noch empfehlen, beziehungsweise den kann man natürlich auch wählen, finde ich. Den finde ich jetzt nicht so cool. Ich glaube, ich lasse den serienmäßig. Also die, in dem Fall die Motorhaube, die eigentlich gar keine ist, aber ja okay, Rockstar, wir wissen Bescheid. Innenraum, jetzt geht los, Verzierung. Okay, da ist jetzt nichts Wildes hier. Da gibt es ja auch in den Bennys Autos. Nehmen wir mal den hier. Oder? Ah ne, das passt doch besser, ne? Ui. Ui. Bitte stopp mich. Please stop me. Komm, dann nehmen wir den hier. Arschling. So, Lichter. Okay, die könnte man ja hinterher in der Arena-Werkstatt nochmal, ich sag mal, rot machen oder wo man Bock drauf hat. Ich lasse jetzt erstmal Xenon. In dem Fall würde ich mal sogar testen, ja, Unterbodenbeleuchtung. Machen wir natürlich Front, Heck und Seiten. Neonfarbe. Also ich glaube, ich werde den tatsächlich so in der Farbe lassen. Deswegen gucke ich jetzt mal nach so einem Pink oder Violett oder sowas. Lila. Nehmen wir. So. Design. Okay, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Man kann vier verschiedene Designs wählen. Ich habe jetzt feuriger Tod. Das wäre jetzt Spinnenfalle. Ich glaube, das gab es doch vorhin gar nicht. Aber egal. Mitternachtszauber, das habe ich ja gezeigt. Ich glaube, ich bleibe bei dem. Ich lasse das. So, Lackierung, Primärfarbe, Metallic. Ja, Leute, da könnt ihr natürlich auswählen, wo ihr Bock drauf habt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Lila kann man das schon lassen. Jetzt kann man natürlich auch hingehen, das Ding schwarz matt machen. Passt natürlich vielleicht auch. Bin ich jetzt auf matt? Ja, so. Wird auch gehen. Aber ich lasse den so in Lila. So. Was haben wir denn hier noch? Federung. Natürlich hier die Wettkampffederung für 4180 GTA-Dollar. Die knallen wir mal rein. Oh.
Sieht auf jeden Fall schöner aus. Dann Getriebe, natürlich auch wieder Renngetriebe. Anders geht's nicht hier. Turbo muss natürlich auch richtig rein hier. Schön, damit er richtig rennt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Felgenstraße. Was kann man denn auf so einen Frankenstone draufklatschen? Bei den Felgen, da weiß ich immer nicht so ganz, da kann ich mich nicht immer so entscheiden. Das dauert immer schon ein bisschen was länger. Schwierig. Ich glaube, die gehen auch schon klar auf dem Wagen. Puh. Kann mich nicht entscheiden. Hm. Ja, was nehmen wir denn? Echt schwierig. Hm. Ich glaube, ich lasse die. So, jetzt gucken wir mal nach einer Felgenfarbe. Ich glaube, so wird auch schon knallen irgendwie in der Handfahrt. Aber wir gucken mal weiter. Ich glaube, ich mache das so. So, dezent ist Trend. Bei mir immer. Fenster. In dem Fall machen wir mal richtig Schritt. Schön auf Limousine. Zack. Und das war es auch schon, Leute. Also viel kann man nicht machen. Aber ich finde, der sieht jetzt schon mal wesentlich besser aus als am Anfang. Wir fahren mal raus. Ich hoffe, es ist jetzt nicht dunkel draußen. Ah, geht noch, geht noch. Gucken wir uns mal jetzt im Licht an draußen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr so Tuning-Videos gut findet und in dem Fall, ob euch mein Frankenstone gefallen hat. Ich finde, der sieht echt cool aus. Schade ist, dass man hier leider kein Kennzeichen oder sowas machen kann. Aber ansonsten sieht er echt gut aus. Ich finde, der hört sich auch geil an. Wenn er so im Stand steht. So dreckig. Halt typisch Ami. Sieht echt geil aus. Gefällt mir persönlich richtig gut und auch wenn ich sonst nie unter Bodenbeleuchtung nehme, jetzt bei so einem Halloween-Fahrzeug kann man das auf jeden Fall mal machen. Übrigens, ihr könnt gerne am 30.10. einschalten. Gegen 20 Uhr circa mache ich einen Livestream. Thema ist natürlich Halloween. Wir machen wie so ein, ich sag mal, so ein Halloween-Tuning-Treffen und das wird dann wahrscheinlich standesgemäß auch auf dem Friedhof stattfinden. So, ich gucke mal, ob ich irgendwo noch ein bisschen eine hellere Location finde hier, weil ich glaube, da geht gerade die Sonne mal unter. Aber fährt sich auf jeden Fall gut und ich finde, der sieht auch cool aus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Also wie gesagt, Leute, könnt ihr natürlich an der Stelle in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den Wagen gekauft habt, wie ihr mein Tuning findet und wenn ihr das Video findet und noch weitere Videos sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und für die Neulinge unter euch würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. So könnt ihr auch nichts verpassen, wenn ihr die Glocke aktiviert und dann würde ich sagen, ja, wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Stream oder im nächsten Video. Ich bin raus, euer Kraft. Ciao! Know a couple shooters that hit you on the block. Ain't a janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.